Unrelenting heat wave has scorched the East Coast and the south of the United States for the third day in a row. Parts of the U.S. are also dealing with a dangerous heat wave. Much of the country is dealing with punishing heat this weekend and flirting with record highs. This is a big deal, and you really need to pay attention to making sure that you've not left your kid in the car, even if there's 1,000 things running through your mind. Der Klimawandel verursacht weitreichende und sich verschlimmernde Katastrophen in jeder Region der Welt. Und der wirtschaftliche und menschliche Schaden wird nur noch steigen, wenn die Menschen nicht schnell handeln, um die globale Erwärmung zu reduzieren. Die Dinge, die die Amerikaner am meisten lieben, sind bedroht, schreiben die Autoren des National Climate Assessment, die ein breites Spektrum von Bundesbehörden vertreten, in dem Berichtsentwurf. Viele der negativen Auswirkungen, die die Menschen jetzt schon erleben, werden sich mit dem Temperaturanstieg noch verstärken und neue Risiken werden entstehen. Um das Rätsel um den Klimawandel noch zu vergrößern, hat ein Mann kürzlich etwas Ungewöhnliches enthüllt. In unserem heutigen Video nehmen wir diese neuen Entwicklungen unter die Lupe. Kürzlich haben Wissenschaftler eine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, wie der Klimawandel das Wetter und das Klima in den Vereinigten Staaten verändert und wie zukünftige Klimaveränderungen das Land beeinflussen könnten. Der Climate Science Special Report, CSSR, der von einer Organisation der US-Regierung erstellt wurde, die die bundesstaatliche Forschung zu Veränderungen in der globalen Umwelt und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft koordiniert und integriert, legt auch den aktuellen Stand der Wissenschaft zum Klimawandel und seinen physikalischen Auswirkungen dar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der menschliche Einfluss die Hauptursache für die beobachtete Erwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist, heißt es in dem Bericht. Für die Erwärmung im letzten Jahrhundert gibt es keine überzeugende alternative Erklärung, die durch den Umfang der Beobachtungsdaten gestützt wird. Und die statistischen Beweise sind zahlreich. Der Bericht zitiert tausende von Studien, die den Anstieg der Oberflächen, Atmosphären und Ozeantemperaturen, das Schmelzen der Gletscher, den Rückgang der Schneedecke, das Schrumpfen des Meereises, den Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane sowie die Zunahme der Intensität und Häufigkeit von Regenfällen, Hurricanes, Hitzewellen, Waldbränden und Dürren belegen. In dem Bericht wird methodisch dargelegt, wie menschliche Aktivitäten und die damit verbundenen Emissionen von strahlungsrelevanten Gasen und Partikeln für die meisten dieser Auswirkungen verantwortlich sind. Der Bericht stützt sich auf einen breiten wissenschaftlichen Konsens. Je weiter und schneller das Erdsystem in Richtung zusätzlicher Veränderungen getrieben wird, desto größer ist die Chance auf unerwartete Folgen, von denen einige gewaltig und unumkehrbar sein werden. Ohne eine deutliche Verringerung der Emissionen könnte der Anstieg der weltweiten Jahresdurchschnittstemperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bis zum Ende dieses Jahrhunderts beispielsweise 5 Grad Celsius oder mehr betragen. Obwohl sich die Emissionsraten verlangsamt haben, weil das Wirtschaftswachstum weniger Kohlenstoff verbraucht, haben sie sich noch nicht so weit verlangsamt, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden könnte. Und das ist noch nicht alles. Der Meeresspiegel wird voraussichtlich weiter ansteigen und viele Unwetterereignisse werden intensiver werden. Erwartet mehr rekordverdächtige hohe Temperaturen, einschließlich mehrtägiger Hitzewellen sowie stärkere Regen- oder Schneefälle. Der Westen der Vereinigten Staaten könnte jahrzehntelang von Dürre heimgesucht werden. Die Hurricanes im Atlantik und Pazifik werden sich voraussichtlich weiter verstärken. Mit anderen Worten, die Studie zeigt, dass unser derzeitiger Emissionspfad dazu führen wird, dass sich unser Planet in einem deutlich anderen Klimazustand befinden wird als heute, mit erheblichen Auswirkungen auf die Welt, und in diesem Video gehen wir auf die USA ein. In den letzten 50 Jahren haben sich die Vereinigten Staaten um 68% schneller erwärmt als der Rest der Erde, heißt es in dem Dokument. Diese Veränderung entspricht einem allgemeinen globalen Muster, bei dem sich die Landgebiete schneller erwärmen als die Ozeane und die höheren Breitengrade schneller als die niedrigen. Den Autoren zufolge hat sich das Festland der USA seit 1970 um 2,5 Grad Celsius erwärmt und liegt damit deutlich über dem globalen Durchschnitt. Die Vereinigten Staaten, ohne Alaska, erwärmen sich etwa 2/3 schneller als die Erde insgesamt, sagt Sieg Hausfather, Forscher bei Berkeley Earth. Als Folge dieses Wandels sehen sich große Teile des Landes mit wachsenden Herausforderungen in Bezug auf sauberes Trinkwasser, Wohnsicherheit und Infrastruktur konfrontiert. Das sich erwärmende Klima birgt eine Reihe von Gesundheitsrisiken, macht Landwirtschaft und Fischerei schwieriger und unberechenbarer und gefährdet wichtige Ökosysteme. Es gibt keinen bekannten Präzedenzfall dafür, dass eine Spezies ihr eigenes Klima so schnell verändert wie wir. Und es gibt viele Ungewissheiten im Zusammenhang mit einer sich schnell erwärmenden Welt, heißt es in dem Dokument. Wissenschaftler haben klarer aufgezeigt, wie die vom Menschen verursachten Schadstoffe den Globus aufheizen.
Der Bericht betont jedoch, dass diese Entwicklungen größere Auswirkungen auf die Gesundheit und die Finanzen der einfachen Amerikaner haben. Laut John Podesta, dem leitenden Klimaberater von Präsident Biden, unterstreicht die Studie, dass die Amerikaner in jeder Region des Landes und in jedem Wirtschaftszweig mit realen und ernüchternden Klimafolgen konfrontiert sind. Laut der Studie ist die Häufigkeit von Milliardenkatastrophen von einmal alle 4 Monate in den 1980er Jahren auf einmal alle 3 Wochen heute angestiegen. Die Studie zeigt, dass die Vereinigten Staaten mit am stärksten vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen sind. Ich finde, der Bericht stellt eine bemerkenswert gute Verbindung zwischen dem Klimawandel und den Dingen her, die den Menschen wirklich wichtig sind, sagt Kim Korb, Klimaforscherin an der Brown University. Die Wirtschaft, Arbeitsplätze, Gerechtigkeit, das sind die Dinge, über die die Menschen lesen müssen, um zu verstehen, wie diese physischen Auswirkungen unser Leben verändern werden. Kurzfristig, so die Bewertung, müssen die Gemeinden mehr tun, um sich an die bereits eingetretenen Veränderungen anzupassen. Und einige tun das auch schon. Langfristig muss die Menschheit jedoch die politische und technische Entschlossenheit aufbringen, die Verschmutzung der Atmosphäre zu beenden. Nach diesen Vorbemerkungen werden wir uns in diesem Video mit etwas sehr Seltsamem beschäftigen, mit Zeitreisen. Ihr fragt euch vielleicht, was Zeitreisen mit dem Klimawandel zu tun haben, aber wir erzählen euch die ungewöhnliche Geschichte eines Mannes, der eine verblüffende Entdeckung gemacht hat. Zeitreisen sind ein faszinierendes Thema und es gibt im Internet zahlreiche Geschichten über Menschen, die behaupten, Zeitreisen gemacht zu haben. Obwohl diese Geschichten faszinierend sind und euch über die Zukunft nachdenken lassen, haben Experten festgestellt, dass keine von ihnen wahr ist. Sie sind alle erfunden und es gibt keinen Beweis dafür, dass jemals jemand in der Zeit gereist ist. Trotzdem kommen immer wieder Menschen mit ihren Zeitreisegeschichten an die Öffentlichkeit. Ein Zeitreisender, der anonym bleiben möchte, hat sich gemeldet und beschrieben, was er in der Zukunft beobachtet hat. Er behauptete, für ein Regierungsprojekt zu arbeiten, bei dem einige wenige Personen für eine streng geheime Operation ausgewählt wurden. Die Person ging nicht näher auf das Projekt ein, sagte aber, dass die Bewerber während des Verfahrens über die Mission im Unklaren gelassen wurden und erst in letzter Minute erfuhren, dass sie Teil einer Gruppe sein würden, die Zeitreisen unternehmen würde. Seine einzige Legitimation war, dass er ein hochrangiger Militäroffizier war, der sein Leben in den Dienst der Armee gestellt hatte. Er hatte keine Familie und keine Kinder, obwohl dies eine der Voraussetzungen war, um Mitglied der Gruppe zu werden. Er beschrieb einen Mechanismus, der es ermöglichte, in der Zeit vorwärts zu reisen oder zumindest Ereignisse zu sehen, die in der Zukunft stattfinden werden. Er erklärte Folgendes: Viele Behauptungen über Zeitreisen sind vielleicht nicht ganz richtig, denn was ich auf einer Zeitlinie gesehen habe, stimmt vielleicht nicht mit dem überein, was jemand anderes auf einer anderen erlebt hat. Es gibt unzählige Möglichkeiten für das Schicksal unseres Universums. Und wenn wir auf diese kosmischen Energien blicken, sehen wir nur eine von unendlich vielen Möglichkeiten. Der Mann führte aus, dass unsere Zukunft nicht rosig aussieht. Er beschrieb, wie sich in den nächsten 100 Jahren eine Massenverhungerung auf dem Planeten ausbreiten würde und dass es so gut wie keine Freiheit mehr geben würde. Er fährt fort zu erklären, warum dies nicht so abläuft, wie viele Menschen es erwarten. Er behauptet, dass es keinen schrecklichen Anführer gibt und dass die große Mehrheit der Menschheit ihre Freiheit freiwillig aufgibt, ohne es zu merken. Er hat erklärt, dass es für die Mehrheit der Menschheit schwierig sein wird, grundlegende Dinge in der Zukunft zu tun. Und er hat auch erklärt, dass die menschliche Bevölkerung ihren Höhepunkt bei etwa 10 Milliarden Menschen erreichen wird. Er behauptet, dass bis zum Jahr 2120 5 Milliarden Menschen extrem arm sein werden und weder essen noch trinken können. Er sagte, dass es eine übergreifende Eine-Welt-Regierung geben wird, die Strategien entwickelt, um diesen Menschen in ihrem täglichen Leben zu helfen. Da sie es sich aber nicht leisten können, etwas zu besitzen, werden sie den Großteil ihrer Unabhängigkeit verlieren. Der Mann betonte abschließend, dass dies nur eine mögliche Konsequenz ist und keine Garantie dafür, dass sie eintreten wird. Trotzdem warnte er, dass es sich langfristig negativ auf die Menschheit auswirken wird, wenn wir unseren derzeitigen Kurs fortsetzen. Andere angebliche Zeitreisende haben erklärt, dass die Zukunft, die sie gesehen haben, für die große Mehrheit der Menschen nicht von Vorteil sein wird und dass wir unseren Weg ändern müssen. Einige Menschen haben diese Geschichten gehört und sich eine Meinung dazu gebildet. Einige glauben sie, während andere sie ablehnen. Wir glauben auch, dass es sich um einen Scherz handelt, der im Internet verbreitet wird, aber was diese Person enthüllt hat, ist nicht weit von der Realität entfernt. Der Klimawandel wird in den nächsten 100 Jahren gravierende Veränderungen auf der Erde auslösen, wie jüngste Erkenntnisse aus Washington
Kontinenten zeigen. Von Hitzewellen im mittleren Westen bis hin zu tödlichen Überschwemmungen im Südosten, von wärmeren Ozeanen an der Nordostküste bis hin zu wütenden Waldbränden im Westen. Die Menschen im ganzen Land sehen sich wachsenden Risiken durch den Klimawandel ausgesetzt, heißt es in dem Bericht. Und angesichts der bereits unausweichlichen Erwärmung werden sich solche Katastrophen in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch verschlimmern, selbst wenn die Treibhausgasemissionen deutlich reduziert werden. Die Folgen solcher Tragödien sind jedoch alles andere als sozial gerecht. Eher verschärfen sie die Ungleichheit. Die Studie zeigt, dass die Auswirkungen des Klimawandels am stärksten von Gemeinschaften zu spüren sind, die ohnehin schon belastet sind, wie indigene Völker, People of Color und einkommensschwache Gemeinschaften. Diese Bevölkerungsgruppen leiden am stärksten unter den klimatischen Folgen, obwohl sie am wenigsten für die Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, die den Klimawandel verursachen. Nach Einschätzung der Regierung werden selbst bei katastrophaleren Regenfällen und Überschwemmungen an vielen Orten Millionen von Menschen weniger zuverlässiges Trinkwasser zur Verfügung haben. Das liegt daran, dass Salzwasser mit dem Anstieg des Meeresspiegels in die Grundwasserleiter eindringt, dass Überschwemmungen Schadstoffe aus der Landwirtschaft verbreiten, die Brunnen und andere Trinkwasserquellen schädigen und dass Seen zunehmend von gefährlichen Algenblüten bedroht sind. Während einige Gebiete von Überschwemmungen betroffen sind, leiden andere unter Trockenheit. Laut der Analyse verursachten Dürren und damit einhergehende Hitzewellen zwischen 1980 und 2021 in den USA Schäden in Höhe von rund 300 Milliarden US-Dollar. Dürren haben in den letzten Jahren die Wasservorräte schrumpfen lassen, die landwirtschaftliche Produktivität verringert und den Wasserstand in wichtigen Reservoirs drastisch gesenkt. Der Klimawandel wird sich auf unsere Gesundheit, unsere Sicherheit, unsere Wirtschaft und unser Leben auswirken, da die Temperaturen weltweit weiter steigen. Viele Menschen spüren bereits die Auswirkungen des Klimawandels. Auch wenn sich einige momentan noch anpassen können, werden einige dieser Veränderungen mit der Zeit immer gravierender und unausweichlicher werden. Der beste Weg, unsere Zukunft zu sichern, ist die Unterstützung von Maßnahmen und Praktiken, die den Kohlenstoffausstoß reduzieren und die Klimaresistenz verbessern. Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.